Für verschiedene Fallen und für Fallen allgemein gibt es 2 Punkte. Dann würde ich mal sagen, ja, stecke ich jetzt mal hier was rein. Schick Trupp 1 mal zum Essen, Trupp 2 auf eine Materialmission. Ah, ruhig auf eine mittlere. Und Trupp 1 auf eine kleine. Kann ich so viel Materialien bunkern? Ah, nicht ganz. So, Baal ruft mal neue Diener, dass das Arcanum auch besetzt werden kann. So, jetzt kann ich, habe ich 300 Mana, sehr schön. Okay, zählen wir mal durch. Hier kriege ich noch 3. Hier kriege ich noch eine. Hier kriege ich noch 2. Also 3, 4, 6. 8. Und hier noch 3 Stück macht 11, 12. Ja, genau, geht genau auf für alles. Euch kann ich schon mal für den Extraktor markieren. Gut. So. Ganz schnell eine Vorratskammer hier irgendwo hinsetzen, dass die Materialien nicht verloren gehen, die gleich eingelagert werden. So, dann habe ich ja genug für Fallen. So, das heißt, hier so eine und hier so eine. Und dahinter 2 von den Zerfleischern. Vielleicht noch so eine. So. Ich glaube nicht, dass das für die Fallen hier gereicht hat. Aber es reicht auf jeden Fall für verschiedene Fallen. Da brauchen wir uns schon mal wenigstens keine Sorgen mehr machen, dass Helden durchkommen. Ist halt blöd, dass man sich nicht so anzeigen kann, wie viel die Fallen noch haben. Ja, für das hat's gereicht. Aber es fehlt noch eine Falle für. Ja, nächstes Dings hier, nächste. Ja, genau, Dungeon Stufe 7 kriege ich das zusammen. Wie sieht's mit kostenlosen Einheiten aus? Fehlen noch 2 Stück. Habe ich nicht irgendeinen Squad auf eine Schatzmission geschickt? So, du gehst erstmal trainieren. Oder wollte ich das erst noch machen? Ah, Squad 1 sieht gut aus. Squad 2 geht mal essen. Mal kann da rumstehen. So, jetzt fehlt, brauche ich Materialien für den Monsterbau eigentlich. Als nächstes. Die habe ich aber auch bald zusammen. Aber ich habe den Monsterbau noch nicht. Dazu bräuchte ich erst noch wenigstens das da. Und ja, verschiedene Einheiten ausgerüstet. Welche müsste ich denn noch ausrüsten? Dich auf jeden Fall. Das haben wir ja gleich. So.
Squad 1 ist auch wieder da. Sehr schön. Freier Imp kann sich schon mal hier durchbuddeln. Und eine neue kostenlose Einheit. Wenigstens kriegen wir einen Haufen Schreckensfürsten. Heilige. Okay, Schreckensfürst, Berserker. Oh, was zum Extrahieren? Schreckensfürst, Berserker. Priester. Und Dieter. Und ab zum Training mit euch. Gut, tote Helden. Tote Helden machen Spaß. Die sind definitiv nirgends durchgekommen. So, einmal in den Extraktor werfen. Dong, dong, dong. Malm, quetsch, hack, zerbritzel. Wie sieht das eigentlich aus mit den extrahierten Helden? Die stehen hier komischerweise unter Material. Jo, sieht gut aus. Fehlen nur noch 5 Stück. Eine Falle, 2 Einheiten zum Ausrüsten. Ja, das hat irgendwie Vorrang, Einheiten ausrüsten. Ich kann ja Trupp 2 auf eine Materialmission wieder schicken. Jo, Trupp 2, die Materialmission. Ach, nehmen wir wieder die da oben. Dann kriege ich auch die Überfälle zusammen, oder? Wie viele Überfälle brauche ich noch? 5 Stück. Jo. Das kann wirklich noch eine Weile dauern. Aber ja, ich brauche ja auch Überfälle durch Schätze und so. Und euch? Brauche ich mal in die Küche rüber. Euch schicke ich hier was essen. Und du bist auch ziemlich ready, oder? Einheiten ausrüsten, fehlt nur noch eine, und zwar die Hexenmeisterin. Die dann aber wahrscheinlich erst im nächsten Squad. Nebenbei, wie sieht es mit kostenlosen Einheiten aus? Fehlt nur noch eine kostenlose Einheit. Dann kann ich hier wieder alles stilllegen. Jo. Und ich könnte schon mal... wie mache ich das am besten? So den Weg. Und dann mache ich einfach so. Ich glaube, ich mache den Weg dann doch von hier unten aus, nach da oben. Aber erstmal kümmere ich mich um das hier oben. Ihr könnt jetzt euch eigentlich schon durchgraben. So, ihr wart für den Extraktor bestimmt. Ihr weg vom Eingang. Und wir haben... Ich hätte jetzt genug für eine Schatzgrube. Ach je. Kommt schon, gebt mir irgendein DEC, sonst werde ich das für die Schatzgrube halt raushauen. Einheit, nein. Verschiedene Räume, Überfälle, Dungeon-Stufe kann ich auch vergessen. Helden töten und extrahieren auch. Eigentlich müsste ich wirklich auf die kostenlose Einheit warten. Ah, und da ist sie auch schon. So, Monsterbau. Einmal hier oben, bitte. Du gehst hierhin was essen. Und ich kann meine Truppen schon mal alle hier oben versammeln. Trupp 3. Und Bahn. Dann haut euch mal hier durch. Und tötet.
sehr gut. Habe ich jetzt irgendwas verbockt? Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwas jetzt verbockt habe, weil die Truhe ist von selber aufgegangen. Die ist die Punkte für Räume, die ist die Punkte für Dungeon ausgebaut. Sehr gut. Jetzt muss ich Materialien ranschaffen. Das ist aber eigentlich auch nicht der Rede wert. Ich schicke einfach Squad 1 und Squad 2 auf Materialüberfälle und dann war es das auch schon. Ich kriege ja dadurch insgesamt 100 Bats zusammen. 100 Materialien. Oh cool, und ich kann Baal sagen, er soll noch ein Hühnchen platzieren. Und ein DC-Punkt für Fallen. Das heißt, bald kann ich Waffen freischalten. Überfälle, Helden getötet und extrahiert fehlt noch. Oh. Das hätte ich ganz vergessen. Na komm, ich helfe mal ein bisschen nach. Porte einen Arbeiter hier hoch. Ne, der schnappt sich leider keinen Helden da. Aber ja, Helden zum Extrahieren werde ich noch welche finden. So, erst einmal Platz machen für die Materialien, die ich brauche, für den Schatzhort. Oh, waren da oben vielleicht Schätze drin? Weil ich sehe gerade, ich habe 25 Schätze zusammen. Ah, du gehst noch mal essen. Du siehst mir nämlich noch schon wieder zu hungrig aus. Und dann schicke ich dich gleich hoch in den Schatzhort. So. Was ist das eigentlich? Ach, Heilungsaura. Ach stimmt, die kann ich ja jetzt. So. Jetzt kriege ich Gold zusammen. Jetzt könnte ich theoretisch auch die Jungs hier auf Goldüberfälle schicken. Dass ich den letzten Squad zusammenkriege. Und zwar schicke ich am besten... Ja, die beiden kann ich auf mittlere Überfälle schicken. Oder nee, machen wir es so, so und so. Und bei dem helfe ich dann ein bisschen mit. Zwei Mechaniker. Wow. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die heftig finde. Wenn die da so schnell ballern. So sieht aber alles okay aus. Oh, und ich habe die 150 Materialien vergessen für die Schatzkammer. So. Dann sind das der Ende. Und 4 Punkte für magische Waffen. Sehr gut. Es ist bald wieder Zeit für Materialüberfälle. ja. Heroes are entering your dungeon. Helden. Weg. Und weg. Überlass das den Fallen. Was habt ihr dabei? Achso, kann euch der Alchemist heilen? Scheinbar. Da hoffe ich mal, dass du jetzt schön vergiftet wirst. Jo, wirst du auch. So. Das ist so der Alchemist übrig.
Und um den kümmert sich Baal gerade. So. Ich würde mal sagen, wenn ich die Materialien dafür hätte, könnte ich noch eine so eine böse Falle hinten dran installieren.